Mein Name ist Cécile Bonnet-Weidhofer. Ich bin gebürtige Französin, lebe mittlerweile seit 6 Jahren hier in Mecklenburg-Vorpommern und ich kandidiere für die Landtagswahlen für die Freien Demokraten. Mut bedeutet für mich, dass man bereit ist, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Denn wer Angst hat, wer sich nicht traut, wird nicht weiterkommen. Ich darf diese Erfahrung machen, mutiger sein und nebenbei auch politisch oder ehrenamtlich noch stärker unterwegs zu sein. Und ich habe oft gehört, Mensch, das schaffst du nicht, das wird nicht funktionieren. Eine junge Politikerin mit Familie, mit Kind, das geht nicht. Und natürlich geht das. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen und das Lächeln eines Kindes zu sehen. Und damit dieses Kind lächelt, braucht er glückliche Eltern, tolle Betreuungsmöglichkeiten. Ich möchte dieses Land wecken, denn man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wir sind ein junges Bundesland. Wir können viel, viel mehr. Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung müssen unbedingt vorangetrieben werden. Ich will dafür kämpfen, dass Mecklenburg-Vorpommern fit für die Zukunft gemacht wird. Ich setze einfach auf die Menschen, auch für ihren Tatendrang. Ich will, dass Familien und Unternehmen sich bei uns wohlfühlen und hier bleiben. Und dafür stehe ich und dafür werde ich mich einsetzen. Ich bin Cécile Bonnet-Weidhofer, Spitzenkandidatin der Freien Demokraten für die Landtagswahl und ich freue mich auf Ihre Unterstützung.